Crazy. Oh, den kann ich auch noch. Say possibly. Laut, lustig, Luki. Mit dem Song Crazy hat der unterhaltsame Flensburger in der ersten Runde des DSDS-Castings überzeugt. Dreimal Ja gab es für den 24-Jährigen mit Fukuhila und Schlangenoutfit. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass ich auf jeden Fall in den Recall komme, so, weil ich glaube, das wollten die sich einfach nicht entgehen lassen. So. Dabei überzeugt Luki die Jury um Dieter Bohlen und den Skandalwendler nicht unbedingt mit seinem Gesangstalent, sondern vor allem mit seiner schillernden Persönlichkeit. Ich glaube, weil DSDS halt jedes Jahr so die gleichen Menschen hat, sag ich mal, oder den gleichen Typ Mensch. So, es gibt so die mit den Augenbrauen, dann gibt es so die Surferboys, die süßen Boys, aber es gab noch nie einen Luki. So, es gab einen Daniel Kübelböck, aber ein Daniel Kübelböck ist ein Daniel Kübelböck und ein Luki ist ein Luki. So. Und ich glaube, das will sich einfach niemand entgehen lassen, weil ich glaube, im Fernsehen sehen die Leute gerne mal neue Sachen und nicht immer das Gleiche. Seine Performance kommt an. Auf Instagram bekommt der flippige Luki auf einen Schlag 500 Follower dazu. Ich werde richtig viel hier angesprochen von Leuten, auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne. So zum Beispiel an der Rewe-Kasse werde ich beglückwünscht oder keine Ahnung, eben hat mich eine Frau auf dem Fahrrad angesprochen und meinte, wie toll sie das denn fand und endlich konnte sie mal wieder lachen und so. Luki fällt auf. Der Student und Künstler will allerdings auch eine Message ins Wohnzimmer der Menschen bringen. Luki veranstaltet seit über einem Jahr Drag-Shows, Corona-bedingt zurzeit aber nur digital. Gerade kann man sogar 11 Kunstwerke von Luki, die im Rahmen seiner Bachelorarbeit entstanden sind, im Schaufenster des Ateliers Norder 147 bewundern. Was ich mit dem, was ich mache, in die Welt tragen möchte, ist ganz einfach, ich will Sichtbarkeit zeigen für queere Menschen. So, ich bin halt eine queere Person und möchte das in die Welt tragen. Ich möchte mich nicht verstecken, weil hätte ich so damals in meinem katholischen Kleinkaff irgendwie so eine queere Person gesehen, die Erfolg hat mit dem, was sie macht, wäre dieser ganze Prozess zum authentischen Selbst vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Schon in wenigen Tagen wird Luki Flensburg erstmal den Rücken zukehren und nach Leipzig ziehen. Doch wir werden ihn schon in ein paar Wochen im Recall bei DSDS wiedersehen. Und er verspricht uns tolle Songs und auch wieder ein Outfit, das für Furore sorgen wird.